So, dann schießen wir mal los hier. Also, möchtest du dich mal vorstellen, so kurz vielleicht, sagen wir mal, Name, Alter, Größe, Größe. Herkunft? Ja, 17, im Januar 18. Ja, ich heiße Melissa und bin Türkin. Ah, tatsächlich, Melissa also. Ja, Melissa. Wo hast du gesagt, wo kommst du her? Türkei. Ja, jetzt halt, wo du wohnst, sagen wir es so. NRW. NRW, Ja. okay. Und wo ungefähr? Wo kann man sich das vorstellen? Also in einem Haus, das wissen wir, aber. Also, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Nee, ich wohne unter einer Brücke. Ach so, also genauso wie ich unter einer Ja, Brücke, ja? genau. Heißt, du kopierst mich. Ja, einer muss es ja tun. Hast du dann wenigstens auch ein Greenscreen, um das abzudecken, Ja. wenn du streamst? Klar. Hobbys? Ich habe keine Hobbys. Oh Gott, jetzt donatet auch noch einer. Könnten Sie bitte dafür sorgen, dass ich vom Tablet aus subscriben kann? Jo, vielen Dank, Dennis. Danke dir für die 3 Euro. 3 Euro, ich bin ein amerikanischer Staatsbürger. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das vom Tablet ausgeht. Sorry, dude, I have absolutely no idea. Aber thank you so much. Wetten sind wieder offen. Wetten sind wieder offen, wer Bock hat zu wetten. Ja, okay, was hast du? Hobbys? Hast keine? Ja, außer halt, Lol. wenn ihr Was hast du gesagt? so Sport, aber mehr auch nicht. Und so Party machen gehen, Freunde Nein. treffen, das übliche Schuhe kaufen. Nein. Auch nicht Schuhe Nein. kaufen. Nein, mag ich nicht. So Viel zu Shop. lästig. Also auch nicht so die Shopping Queen. Nein, gar Also nicht. du gehst auch nicht in Anführungsstrichen sparen, wenn irgendwo 20% Nachlass ist. Champions hatten wir geklärt, du spielst Support. Sonst noch was? Mental und Midlane. Tal und Midlane, nee, oder? Doch, bisschen. Ja, ein Seit dem bisschen. Skin. Seit dem Skin. Ja. Nice. Auch erfolgreich oder nur Midlane Talon? Ja, mehr oder weniger erfolgreich, aber. Ja, das kommt ja noch. Das ist dafür, bist du ja in Lehre hier. Genau. Ja, ihr könnt jetzt gleich übrigens auch ein paar Fragen, wenn ihr, also ein paar Fragen im Chat könnt ihr gleich reinhauen. Am besten dann, also an die Melissa dann, die werde ich dann vorlesen, nicht alle. Und ich werde es auch ein bisschen über das Game verteilen. Ihr könnt dann am besten, wenn ihr vorschreibt, @LeskyQ, nicht so Kackfragen. Auch nicht zu sexistische Fragen oder so. Die stellt, wenn dann ich. Aber ja, könnt ihr dann gleich ein bisschen was raushauen. Was machst du jetzt gerade? Schule noch wahrscheinlich, ne? Ja, Und Abitur. Abitur. Und danach? Danach Psychologie studieren. Psychologie. Ja. Okay, warum? Oder Soziologie, weiß ich noch nicht so genau. Beides so. Und warum? Ich mag es, in Leute reinzugucken. In was? In Leute? Ja. Okay. Halt. Ja. Dann hast du mich auch schon reingeguckt, quasi. Ja. Oh Gott. Jeden Tag. Ja, ah, das sind wieder diese Donations. Ah. Und so ein Brainslug-Spam mir auch noch. Oh Gott. Ja. Ja, danke dir, Rettich, aber es gibt das jetzt mal. Vielen Dank, aber bitte nicht so Spam-Donations. Danke, vielen Dank für die Donation, aber bitte nicht so Spam-Dinger. Das ist immer ein bisschen sehr, sehr fies. Ja. Okay, wir spielen Nidalee Jungle, wir spielen gegen Kennen, AD Carry und Thresh. Gucken wir mal, dass wir da so ein bisschen rankriegen. Beste wäre natürlich, wenn ich die Kette nicht abkriege oder du das schildest, ne? Dann können wir jetzt mal gucken, wie deine Oh Schildfertigkeiten sind. mein Gott. Oder meine Dodge-Fertigkeiten. Wie bist du zu LOL gekommen? Ich wurde gezwungen. Gezwungen. Ja, damals, als ich noch ein Moderator war. Moderator wo? Bei Gamers Time. Dann wurde ich da gezwungen. Ach, bei einem anderen Stream. Ja. Okay. Der Minecraft-Stream. Genau, dieser Okay.
nette Stream. Du hast also auch Minecraft gespielt? Ja. Raus. Nein, Quatsch. Okay, und du wurdest gezwungen, LoL zu spielen? Ja, es hat jeder da gemacht und ich wollte nicht als Einzige es nicht tun. Okay. Also wurdest du indirekt gezwungen, gruppenzwangmäßig? Ja. Okay. Und das war wann? Welche Season? Im Oktober letztes Jahr. Oktober letztes Jahr, was geht denn? Das ist ja noch gar nicht so lange. Mm-mm. Dann ist ja auch noch Raum nach oben. Ja. Sehr kennend, der kleine Sack. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir die. Also eigentlich müssen wir nicht unbedingt fighten. Ich glaube, die sind auch relativ stark, aber wenn du so ein Binding mal auf Ken landen kannst, dann können wir das durchaus mal gerne mitnehmen. So. Okay, ich versuche es. Ja. Wichtig ist, dass ich auf jeden Fall, falls mal so ein Grab. Ich werde mein Q die ganze Zeit offensiv benutzen und hier den Cannon supporten, so wie jetzt. Das heißt, könnte mal sein, dass ich das Q nicht ready habe, wenn eine Kette kommt. Dann musst du mich schildern. Okay, ja. Vielleicht bewahre ich mir das Q auch einfach auf. Ja. Aber wäre natürlich cool, wenn so ein Schild kommt dann, ne? Okay, ich versuch's. Okay, ich zähle auf dich. Okay, solltest du nicht machen. Ja, wir machen das schon. Also, ich meine, ich bin halb tot, aber hey. Oh, lol, der versucht es aber auch immer wieder hier. Über die Ecken und die sneakigsten Sachen, ja? Was spielst du sonst noch so oder nur lol? Nein. Doch, eigentlich schon, aber ich spiele jetzt auch nicht so viel. Und wenn, dann eher lol? Ja. Und was sonst so für Spiele? Rollenspiele. Rollenspiele zum Beispiel? Diablo. 3? Ja. Aber halt früher mehr als jetzt. Eigentlich ja, jetzt, gar nicht mehr. Jetzt, weil du LOL spielst halt. Ja, so ungefähr. Deswegen, ja. Okay, hallo Katuali, grüß dich. Okay, jetzt die Frage, die wahrscheinlich alle Kerle hier wollen. Ja. Bist du Single? Ja. Und seit wann? Ich bin 17, seit 17 Jahren so ungefähr. Du bist seit 17 Jahren Single? Ja. Okay, und warum das? Gibt es da einen Grund? Bist du besonders schwer rumzukriegen? Nee, das nicht, aber ich hatte keine besonders Lust. Hohe Ansprüche? Nein, auch nicht. Ich wollte einfach nicht. Du wolltest nicht, okay. Und ich muss hier gucken, wenn ich hier jetzt alle Carry so viel blaber, dann sterbe ich hier gleich noch. Wie sieht's denn aus hier? 20 zu 26, na gut, es geht noch, aber ich habe natürlich sau wenig AP hier, das ist natürlich nicht so cool. Wie sieht's aus mit Film? Wenn du ins Kino gehst, was würdest du, was für eine Filmart? Ja, so. Fantasy-Film, Kuschel-Knuddel-Film. Oh, nee, auf sowas stehe ich gar nicht. Wenn, dann Action. Action, ja. So zum Beispiel? Keine Ahnung. Irgendwas. So Ballern, Explosion, Feuerwelle. Ja, genau. Rasierungen. Ja, sowas. Okay, und Lieblingsfilm? Lieblingsfilm. Tribute von Panem. Tribute von Panem, welcher ja, Teil? Oder alle. Insgesamt so das Ganze? Also ich fand ja den ersten tatsächlich super cool. Meine Erwartungen waren ultra hoch auf den nächsten Teil und ich habe mich super gefreut. Hab dann den zweiten aber nicht mal geguckt. Oh. Ja, irgendwann habe ich ihn angefangen, aber der hat mich nicht geflasht, ehrlich gesagt. Aber ja, kann sein, dass er gut war. Ich hab's aber nicht so ganz. Okay, vielleicht sollten wir gleich mal Base gehen, weil. Also müssen wir nicht, aber du hast jetzt gerade wenig. Obwohl das nur ein Mana-Pot, ne? Nein, habe ich nicht. Doch, den hast du gerade drin. Ja, aber ich hab keinen mehr. Ja, aber der läuft ja noch. Ja, ja. Ja, ja, hier kommt gleich der Grab! Ah, Schild! Ich hab kein Schild. Tut mir echt leid. Okay, ja. Wow, tut mir echt leid. Und dann mich einfach sterben lassen. Ja, ich hätte dich jetzt... Sterben lassen, ja, sag's ruhig. Star Wars oder Herr der Ringe? Keins von beiden. Keins von beidem? Mm-mm. Okay, dann hast du jetzt wahrscheinlich die Hälfte der Kerle hier verloren im Stream. Aber okay. Entschuldigung. Man kann mich immer überzeugen, oder auch nicht. Ja, okay. Bist du denn grundsätzlich... Also du hättest grundsätzlich auch kein Problem, es hat sich nur noch nicht der Richtige gezeigt, so, ja? Ja. Okay.
Dein Traumprinz sollte auf einem weißen Pferd vorbeigelaufen Nein, kommen? Bitte nicht. Sondern? Sollte da sein. Weiß nicht. Ich hab keinen Typ. Welche Haarfarbe? Blond, braun, rot, violett, hell Glatze, hell. Sollte dein Freund dann auch eher so Herkunft Türkei sein oder ist das egal? Kompliziert würde ich eher sagen. Ich meine, das ist ja auch nicht ganz einfach immer so, ich kenne mich jetzt nicht ganz aus, aber ihr habt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so kulturtechnisch von der Familie her. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach, wenn jetzt irgend so ein Dude, der halt aus Deutschland kommt, da, der ist da nicht so leicht einzuintegrieren wahrscheinlich, ne? Also ich bin froh, dass meine Eltern nicht so streng sind. Also denen ist es eigentlich egal. Wenn er mich glücklich macht, sind sie auch glücklich. Also von daher. Und Kopftuch sowas? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin kein Moslem. Ich bin. Okay, ich habe keinen Plan davon. Ich bin eine Alevitin, das ist noch was anderes. Eine was? Eine Allergikerin? Nein, eine Alevitin. Ich glaube, ich habe ein dezentes Problem gerade. Oh, es geht eigentlich noch. Nice! Domain! Nicht Domain. Sieh zu, dass du wegkommst, Schild! Ulti, alles! Ah, du hast noch keine Ulti, schade. Binding! Nice! Okay, lauf, flieg, renn! Naja, es war okay, ich habe leider keinen Pot gehabt, benutzt. Ah, räudig. Naja, was war? Ich habe einen Kill bekommen. Ist, naja, halbwegs worth. Bist du denn auch so, dass du so regelmäßig so in. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, so halt so religiös irgendwo da am Start bist? Null. Gar nicht. Nein. Also du bist jetzt nicht so, wie man sich das so vorurteilt. Nein. Das so, wie man sich das vorurteilmäßig vorstellt, ist da einfach, dass du da ankommst und die Eltern einen vernichten. Nein. Okay. Nein. Auf keinen Fall. Und also so ein bestimmtes. Oh nein, dieser Canon! Dieser Zed. Oh Gott, ist der Kacke. Und so ein bestimmtes Profil hast du jetzt nicht, was er sollte irgendwie. Er sollte schon ein paar Dinge haben. Okay. Aber. Ja, zum Beispiel sollte er. Wir grasen jetzt einfach mal ab. Romantisch sein, also romantisch, sollte er oder eher nicht so. Nein. Sollte er so ein Liebes. So ein. I love you, my heart, Dude sein, so ein nice guy. Oder lieber so ein bisschen einer, der auch mal Nein sagt. Oder ein Dude, der keine Minions farmen kann, so wie ich. Ja, das wäre echt am besten. Ja, okay. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt. irgendwelche bestimmten Kriterien? Ja. Also. Ja, da muss. Ja, okay. Jetzt kommt's. er Astronaut. Er muss schöne Haare haben. Was muss er haben? Schöne Haare. Ja, schöne Haare. Okay. Also, schöne Haare heißt. Dass er eine gute Frisur haben soll, nee, oder so. dass sie wuschelig, knufflig, ja, tolle genau. Haare haben soll? Dass ich so okay. meine Finger reinstecken kann. Okay. So. Ja. Und danach? Ein Wolle Petri am besten. Nein, das ist so viel. Also, okay. Sollte schön sein. Okay, und sonst so? Schöne Waden. Ich mag Waden? Ja. Frag mich warum, okay? Okay, ich frag jetzt warum. Nein, ich weiß es selber nicht, aber. Waden, also, okay. Ja, Waden. Du bist also offizielle Waden-Fetischistin, ja. Genau. Okay. Das ist, klingt etwas nicht. Verrückt, aber ich akzeptiere das jetzt mal so. Okay. Wir haben leider unseren Turm gerade gekillt und deswegen sterben wir jetzt gerade tatsächlich. Wir sterben nicht. Nur ich. Doch, ne, du. Nur du. Ich bin. Ja. Ich hoffe, ich bin raus. Nein, wer ist er denn? Okay. Ja, vielleicht ist es auch. Egal. Okay, also Haare und Waden. Das haben wir schon mal. Gibt es noch weitere Partien? Ja, Rücken. Wie wäre es mit einem Trizeps oder einem Quadrizeps? Nein. Rücken auch noch. Rücken. Schlüsselbein. Vorne. Okay. Jetzt langsam wird es etwas pervers. Ja, du hast gefragt, nicht ich. Okay, ja, alles klar. Gibt es Körperteile, die du nicht. Anziehen findest. Füße. Ja. Ich hasse
Genau. Ich weiß nicht. Was? Ich weiß es nicht. Okay, dann andere Frage, das ist kombinierbar. So absolute No-Gos, was er gar nicht haben darf. Er dürfte niemals einen Schal anziehen. Ein Schal, ja, okay, Ja. das wäre auch etwas, so ein pinken Schal. Ja. Ja, okay. Und sonst so? Piercings auch nicht. Auch T Tattoos? Nein, Tattoos sind schön. Tattoos sind schön. Ja. Piss dich an die Wand mit dir, du Hund. Du Ratte. Also keine Piercings, aber Tattoos. Ja. Aber auch nicht voll tätowiert, oder ist das egal? Also, wenn er nichts im Gesicht hat, ist alles okay. Aber eine Nase darf er haben. Ja, eine Nase darf er haben. Okay. Jetzt kommen hier die Kommentare. Ich habe wunderschöne durchtrainierte Waden. Ja, das heißt also, wenn dir jetzt gleich ein Kerl ein Foto von seiner Wade schickt, dann hat er Nein. gute Chancen bei dir. Nein. Vielleicht noch mit so einem Smiley Was machst du drauf. denn eigentlich? Ja, ich kann nicht viel machen. Ich warte hier. Was wartest du? Auf Minions, weil wenn wir jetzt hingehen, sterben wir, weil wir keinen Turm haben. Na gut. Ich versuche zu farmen. Cannon hat 3-0, weil auch Zed die ganze Zeit hier stirbt und wir und alles ist doof. Bin einmal gestorben. Ja, halt, Danke. stopp. Okay, Lebst du gerade? nein, aber ich bin dabei. Gibt's was, was du in LoL erreichen willst? Silber 4? Ja, Silber 4 wäre schon gut. Okay, ihr könnt jetzt auch mal ein paar Fragen. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Das Grobe haben wir jetzt. Ihr könnt jetzt mal ein paar Fragen auch raushauen. Lieblingsfarbe? Ja, ich habe keine. Rock, Jeans, Kleid. Kleid, ist das was für Kleid, dich? ja. Du trägst Sehr, Kleider? sehr, ja. Okay. Und Rock? Auch. Auch. Und Stiefel und so das ganze Programm. Ja, alles. So, Tussi-mäßig schon, aber. auch schminken so Ja. richtig, bam, Aber nicht alles so dabei, viel. nicht zu viel. Nein. Mag ich nicht. Okay, Sollte natürlich sein. wo wird da zuerst hingegriffen? Was ist so das Lieblings? Ich habe eh keine Ahnung von diesem ganzen Kram, aber Ja, Lieblings. Also eigentlich schminke so ich nur. Kajal, selbst Ja. ich weiß nicht mal, was ein Kajal ist, aber irgendwie so Eyeliner und diesen ganzen Scheiß, oder gibt's eben jetzt so. Weil du Nee. sagst, zu Hause erstmal natürlich Kajal drauf. Oder was weiß ich. Also generell schminke ich eigentlich nur meine Augen. Okay. Puder aber auch so, ganz normal so. Nein, Gesichtszeug. Auch nein, nicht. nein, nein. Lass mal zurück. Ich glaube, wir haben nämlich sonst ein Problem, dezentes. Lauf, Schild. Okay, alles. Wie bist du zum Stream gekommen? Ich Zu was? meinem. Ach so, zu deinem. Ja. Ich glaube, du hast damals einen 24-Stunden-Stream gemacht. Und mir war langweilig. Dann bin ich so auf deine Seite irgendwie gestoßen. Und Du dann warst dachte vorher ich, schon auf Twitch unterwegs. ja, und dann dachte ich so, was ist das denn für einer? Voll unsympathisch. Echt? Ja, und Wie dann. kam das denn? Was war denn da Ich weiß gerade? nicht. Also, halt, stopp. Okay, lauf mal jetzt hier. Wir haben sonst jetzt. Mach Schild, Schild, alles. Okay. Ich schütze mich Okay, selber. ich war so unsympathisch. Okay. Ja, und dann dachte ich. Nee, wir machen gerade hier irgendwie was. Ich weiß nicht genau, ob das klug ist oder nicht, aber. Also wohl eher nicht so viel. Aber das war jetzt auch maximal dämlich, kann man sagen, oder? Was? Der ist geflasht? Oh Gott. Aber was hat der Nivia denn überhaupt gemacht? Nichts? Ich meine, also, hä? Okay. Okay, ich war unsympathisch, ja, und weiter. Und dann, warum bist du nicht gegangen? Geblieben, weil du lustig warst. Und da dachte ich Aber so, unsympathisch. ja, halt der erste Eindruck. Und danach dachte ich so, ja, kannst du doch mal angucken. Ich wollte nicht so Ja. vorurteilen. Ja, dann bin ich seit fast 2 Stunden, 200 Stunden hier. Wann war ungefähr der erste Stream, wo du dabei warst? Ich meine, 24 Stunden Stream, ich weiß gar nicht, wann war der? Weiß auch nicht. Der erste Stream, wo ich dabei war, weiß ich nicht. Ich glaube, das Game ist ziemlich verdummt, aber ja. Aber hätte mich das Ding jetzt noch getroffen, ne?
Okay, verdammte Axt hier aber auch. Ja, komm! Shit! Oh, okay. Danke, ich wusste, dass er nicht trifft. Ich wusste das. Ja, ja, ist klar. Ist klar, ist klar. So, was haben wir hier noch? Rosen, ja oder nein? Was ist denn eine Frage? Rechter oder linker Twix? Rechts. Warum? Weil der besser schmeckt. Okay, ach, der schmeckt also besser. Mhm. Digimon, ja oder nein? Pokémon, Digimon, Pokémon? Gar keine Animes. Gar keine Animes, okay. Keine. Dann hast du jetzt die andere Hälfte der Leute verloren. oh Mist. Oh, das E hat nicht mehr getroffen. Aber da geht noch was, da geht noch was. Erstmal den Thrash-Tipp, das ist das Wichtigste. Erstmal den Supporter. Okay, und sonst so, bist du auch so Grey's Anatomy und Vampire Diaries und ja. Vampires Not ja. Diaries? Mach was! Okay, ja? Ja, also da stehst du auch voll drauf. Du bist tot. Mhm. Und das soll der Traum-Dude auch mit dir dann durchziehen, ja? Nein, das erwarte ich nicht. Musik? Alles. Alles? Außer so Metal. Schlager. Nein, Schlager ist auch okay, aber... Aber nur meine? Ja, nur deine. Okay. Metal höre ich auch nicht so gerne. Da bin ich auch, also von diesem Brüllen, da bin ich auch gar kein Fan von. Ja. So, Festival schon mal gewesen? Nein, aber ich werde, wenn ich mit Abitur fertig bin, auch nach Tomorrowland wahrscheinlich gehen. Tomorrowland, Hardstyle. Ja. Okay, das ist cool. Tomorrowland wollten wir auch mal irgendwann hingehen, aber ja, es ist immer alles ein bisschen schwieriger. Urlaub, schon viel rumgekommen? Du bist tot übrigens wieder. Ich belagere dich hier schon mit Fragen, ich merke schon, aber ist nicht so schlimm. Die Fragen sind hier deutlich wichtiger. Und der Grab. Und der Grab. Tot. Ja, ich weiß. Okay, also, was hatten wir? Ja, wo bist du schon überall auf der Welt gewesen? Ich war schon mal in der Türkei. Was ein Wunder. Tatsächlich? Ja. Bist du denn in der Türkei geboren und dann nach Deutschland gekommen? Nein, nein, nein. Also, um ehrlich zu sein, kann ich eigentlich nur Türkisch reden. Also, lesen und schreiben fällt mir schwer. Ach so, okay, du bist also auch in Deutschland geboren. Mhm. Und warum sind deine Eltern nach Deutschland gekommen? Wenn ich das wüsste, würde ich sagen. Okay, also keine Ahnung. Oh nein. Und du kannst Türkisch reden, aber nicht schreiben. Schreiben schon, aber... Du bist tot. Oh. Du lenkst mich ab. Ja, das ist auch quasi erhöhter Schwierigkeitsgrad. Das Game ist echt scheiße. Okay, und sonst so noch irgendwo auf der Welt gewesen? Italien war ich. Urlaub dann? Klassenfahrt. Okay, und sonst? Und sonst eigentlich nicht. Nirgends. Gibt's denn was, wo du unbedingt mal hin willst? Karibik, Miami, Hawaii, Australien. Würde ja gerne nach irgendwie so China Thailand. Oder sowas. China? Ja. Tatsächlich, warum? Weiß nicht. Die Kultur also ich bin zum Beispiel irgendwie. So, ich würde zum Beispiel gerne mal in Karibik, da irgendwo in Amerika auch vielleicht irgendwo und vielleicht auch mal Australien. Aber so China ist so dieses Land, wo ich, oder Asien ist, wo ich nicht unbedingt gerne hin müsste jetzt so. Warum unbedingt China? Einfach wegen der Kultur, weil ich sehen will. Interessiert dich wohl. Mhm. Ich meine, was mich halt, ich meine, im Prinzip ist man in Amerika geht es wahrscheinlich noch durch, aber wenn du zum Beispiel als Tobi in Asien bist, dann bist du halt der Ausländer schlechthin so, ne? Ja. Ich habe mich schon in Paris wie ein Ausländer gefühlt und das ist schon verdummt genug, weil in Paris, ich habe mal drauf geachtet, ich weiß nicht, ob das einfach nur ultrastes Pech war, es gibt keine blonden Leute in Paris tatsächlich irgendwie. Und ich war blond, bin blond und war blond und bleib auch blond. Und irgendwie war ich so der einzige blonde Dude da. Oh, den kriegen wir. Ich kann es nicht.
Okay, sowas wie Malle eher nicht oder doch? Doch, klar. Sowas auf jeden Fall. Also du gehst auch gerne mal saufen. Nein, nie. Ja, wirklich nicht? Nein, gar nicht. Aber das hat auch nichts mit Familie, das ist einfach nur, Nein. weil du nicht möchtest. Ich habe kein Interesse. Also Okay. eigentlich will ich ja, wenn ich so verheiratet bin, mich mal so voll laufen lassen, aber Aber erst dann. ja. Dann, wenn es eh egal ist. Ja, dann wenn es, ja, ist ja egal, ne? Wenn da was passiert, dann passiert es halt. Okay, aber sonst Alkohol eher nicht. Nein, also an Silvester schon, aber Aber Party machen trotzdem ja, wohl. Party, auch wenn ich mal auf einer Party bin, dann ja, aber sonst nicht. So. Ja, aber also da trinkst du dann auch kein Alkohol. Um. Und dann bist du immer die, die sagt, nee, sorry, Okay, oder alles klar. bin tot, du auch. Dein nächstes Ziel so im Leben, abgesehen von Abitur? Also ich würde sehr gerne halt in die Niederlande fliehen oder nach Xanten, aber ich weiß es nicht. Psychologie studieren und dann Kannst du denn arbeiten. Niederländisch? Nein, das lerne ich schon. Das ist aber mutig, oder? Ja, also ich werde auch also auf Englisch studieren und nicht auf Ach Deutsch. so, okay, dann geht's ja noch. Ja. Okay. Ich zeig dir jetzt mal kurz ein paar Plays hier, Alles quasi. klar. Wow. Aber ich sehe, du hast mich umgebracht. Wäre super tot. War das Lass ein. mal fischen. Ja. Okay, also dann nach dem Abitur geht's rüber zum nach Niederlande. Ja, oder mal gucken. Oder halt nach Kalka oder sowas. Irgendwo. Und so heiraten ist bei dir auch groß geschrieben. Großgeschrieben würde ich nicht sagen, aber ist wichtig. Ist schon wichtig, ja. Gibt es so ein Alter, wo du sagst, so 24, 25, 26, 27, 28? 27 wäre mir zu alt. Zu Also, alt. ja, weil ich würde auch gerne mit ihm reisen und Kinder Okay, und irgendwann mal kriegen. Kinder, wie viele? 5, 10, 15, Ja, 20? ich glaube, so 50 wäre Ich schon hab okay. gehört, ab 20 kriegst du dann Prozente Ja, so. im Kick. Ach so. 3%. Aber erst ab 20. Nein, wie viele so? 1, 2, 3? ja, zwei wären okay. Männlein? Was? Oder Weiblein? Erst Junge, dann Mädchen. Erst Junge, dann Ja. Mädchen. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas, was du uns unbedingt mitteilen möchtest? Oder gibt der Stream noch irgendwelche Fragen? Jetzt ordentliche Fragen raushauen. Wenn ihr jetzt noch was habt, willst du uns noch irgendwas sagen? Willst du jemanden grüßen? Ja, ich würde gerne den einen grüßen. Ich weiß seinen Namen Den nicht. einen. Du meinst bestimmt Nokobus. Genau, Nockerwurst. Der schon die ganze Zeit nervt. Und ja. Dank dir denken Ja. Leute, dass ich streame, weil ich dein Stream-Ding in meiner View habe. Ja, ist doch cool. Ja. Dann kriege ich mehr Viewer, weil du weiblich bist und die denken alle, boah, Melissa, Alter, mal weiblich, ey, erst mal gucken. Ja, manche kamen ja auch schon, aber. Ja. Ups. Komm manchmal mit meinem Fuß an Mikro. Mit deinem was? Mit deinem Mit Boobs? meinem Fuß. Ich hab's auch nicht verstanden. Mit deinem Bus? Mit meinem Fuß. Ach, mit deinem Fuß. Fuß. Wo hast du denn dein Mikro? Hä? Wie sitzt du denn, dass du deine Füße am Mikro hast? Ja, das würdest du jetzt gerne wissen, ne? Nee, eigentlich nicht. Also, oder du hast dein Mikro unten im. Weiß ich nicht. Das bleibt jetzt ein Geheimnis. Und die wichtigste Frage: Du bist weiblich und kein Mann, ja? So wie wir es vermutet hatten. Soll ich nachgucken? Nein. Lassen wir Ich das. bin weiblich, ja. Manchmal. Manchmal auch nicht. Okay. Ja, wenn der Stream jetzt hier nichts mehr hat. Wie ist der Twitch-Channel? wenn der Twitch-Chat hier nichts mehr hat. Lieblingsfach in der Schule? Sozialwissenschaften Okay. und danach Sport. Also, dann noch Sport. Und was für ein Sport? Einfach nur so. Boxspringen. Nein. Ja. Gut Sport halt, ne?
Was für ein Ding? Schulsport. Tobi. Schulsport, okay. Hast du schon mal was davon gehört? Nee. Wir haben immer nur Fußball gespielt. Ach so, okay. Ja, okay, ich denke, wir sind ja hier durch. Ich habe jetzt noch ein bisschen erweitert, weil das Game so kurz war. Alles klar. Wenn wir sonst jetzt... Game war natürlich extrem erfolgreich. Ich gucke mir nochmal kurz das Damage-Meter-O-Meter hier an. War auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe keinmal mein Ulti gemacht. Du hast auch, glaube ich, keinen Bind getroffen, kann es sein? Ja. Und auch, ich habe auch so gut wie keinen Magic Chatter bekommen. Ich glaube. Ja, Entschuldigung. Aber wir waren auch insgesamt, ich meine, der hat. Der 0-10. Wie lustig ist denn das, Alter? Der hat 0-10. Sejuani 0-9. Morgana 0-5. Ich 30 mal so, ja. Also 0-10, Alter. Was hat, gegen wen hat der gespielt? Alter, ist ja richtig. Nierle 10-0. Nice. 10-1. Ja, läuft auf jeden Fall. Ja. Ja, dann möchte ich mich bedanken und verabschieden. Und du hast jetzt wahrscheinlich in deinem Facebook und in deinem überall 20.000 Anfragen auf Kerle. Alles klar. Kannst du einen raussuchen und gut. Yo. Danke. Dann, danke, dass du da warst und viel Spaß noch. Bye bye. Tschüss. User disconnected from your channel.